Persönliches Log von Dr. Nicole Brennan. Durch medikamentöse Behandlung und Zero-G-Therapie konnten wir Verbesserungen bei Patient Harris erzielen. Sollte dies anhalten, besteht Hoffnung für die anderen auf Aegis 7. Aber Dr. Mercer mischt sich weiterhin ein. Er behauptet, Harris' Wahnvorstellungen wären von religiöser Bedeutung. Ich werde notfalls Beschwerde einreichen. Wegen der Unitology-Scheiße verliere ich keinen Patienten. Nicht nochmal. Rick-Signal wird getrackt. Dr. Nicole Brennan. Ich weiß gar nicht, Chad, ob wir hier schon hin müssen. Nicht ermittelbar. Manuelles Rick-Tracking ist verfügbar. Wir sind ja einfach in irgendeine Tür rein. Weil das Game zeigt uns woanders hin. Logbuch der Chirurgie, Dr. Charles Mercer, Kopie an mein sicheres Terminal. Ich habe Jürgens überzeugt, mir den Videofeed aus der Kolonie zu zeigen. Es ist bemerkenswert. Endlich konnte ich sehen, was ich so lange gesucht habe. Die Abbauarbeiter, diese Transformation, sie trotzten dem Tod. Kain ist vorsichtig. Sein Glaube wurde durch diese Necromorphs, wie er sie nennt, erschüttert. Wie seltsam, denn mein eigener Glaube wurde so umfassend bestärkt. Ob mit oder ohne Kain, ich muss eine dieser Kreaturen untersuchen. Oder die nächstbeste Option, zum Beispiel Brennans Patienten. Aber Chat, wie ist euer Empfinden? Ich bin schon richtig drinnen im Game. Mich interessiert auch richtig die Story. Ich lausche. Oh, ein Schema. Ich lausche gespannt den Audiologs. Bringe Schemata zum Shop, um neue Gegenstände zum Kauf freizuschalten. Geil. Na, da gibt's Games, wo mir das am Arsch vorbeigeht, die Lore. Ja, moin, einfach Muni ohne Ende. Und hier lausche ich gespannt den Audiologs. Ja, ich will jetzt nicht immer auf Forspoken rumhacken, aber das wäre ein gutes Beispiel, Bruder. Okay, wir haben weiterhin einen Knoten. Oh, wir können das Impulsgewehr auch upgraden. Ich habe auch gesehen, Chat, es gibt eine Trophy, wenn man irgendwie alle Sachen upgradet. Also muss man das Game wohl mindestens einmal im New Game Plus spielen, damit man überhaupt alles upgraden kann für Platin. Und sowas macht mir persönlich immer Spaß. Habe ich in The Evil Within 2 auch gefeiert. Ich habe einen Raum übersehen. Meinst du den hier, wo ich jetzt drin bin? Oder einen anderen? Hilfe! Hilfe! Hilf mir! Ach, Scheiße! Viech hat ja mit einer Art Projektil gerade geschossen, ne? Und dann hat es den Bre enthauptet. Sicherheitsfreigabe Level 3. Versucht euch mal zu merken, Chat, wo wir so Türen haben, wo wir noch rein können. Und nicht, dass wir da guten Loot übersehen. Versucht man natürlich auch zu merken. Vorhin. Oh, oh! Vorhin hatten wir. Vorhin hatten wir auf jeden Fall eine Level 1 Türe. Digga, wie fällt denn das Viech aus, Mann? Interessiert an den Spider-Man-Games? Eigentlich schon, aber wir haben immer so viel anderes zu zocken auf dem Zettel gehabt, dass wir nie dazu gekommen sind. Ich weiß, dass Spider-Man auch sehr gute Spiele sind. Raytracing und so gibt's beim Remake nicht, Chat. Also es gibt keine Einstellungen mit Raytracing. Ah!
denn das hier für ein Scheiß? Okay, am schnellsten scheinen die kaputt zu gehen, wenn ich warte, bis sie die Tentakeln ausfahren und dann die abschieße, ha? Ist das richtig? Runenbogen-Magic. Das nicht mehr. Jetzt haben wir noch einen Heal. Okay, passt. Also ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut ich auf schwer durchkomme. Ich habe es mir schwerer vorgestellt, auf schwer. Ich hoffe, ich werde nicht noch ordentlich verdroschen für den Call, aber bis jetzt läuft es echt super. Oh, ein Knoten-Mimoten. Was ist das hier für ein Scheiß, wollte ich fragen. Oh, nee, ne. Kann ich das irgendwie stoppen? Oh, Shockpad. Was ist das denn? Daniels antwortet nicht auf ihren Bricklink. Wie ist dein Status? Hast du Nicole gefunden? Ihr Büro ist leer. Keine Spur von ihr. Aber ich habe ein Shockpad für die Barrikade gefunden. Ich brauche einen Hydrazintank. Beeil dich, Isaac. Mir gefällt nicht, was ich höre. Also macht wirklich Laune, Chat, das Game. Richtig Bock weiter zu zocken. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Ah, jetzt kommen wir hier raus. Verstehe. Haben wir irgendwo eine Stasis-Station? War hier irgendwo so eine Station zum Auffüllen? Ich habe keine gesehen. Ja, vor der Tür, ja, toll. Anscheinend gar nicht durch ohne Stase. Der echte Gregor, danke noch für deinen frischen Prime. Willkommen. Spaß mit Emotes, angenehme Zeit. Ich möchte jetzt mal ausprobieren, wenn wir mal wieder ein paar so Spitzen abschießen, wie effektiv die sind, wenn ich die auf Gegner werfe. Nochmal Kapazität für den Plasma-Cutter und als nächstes holen wir uns dann nochmal Damage. Ich will nochmal
in den Anzug gleich. Nochmal speichern. Mobile Aufladung am Mann dürfte ich nicht haben. Nur hier. Übermittel dieses Schema in den Shop, um Stase-Packs zum Kauf freizuschalten. Oh, das ist nützlich. Müssen wir erstmal einen Shop finden. Oh, die können keine Türen öffnen. Manchmal die Gliedmaße von den Schuhen. Weiß ich noch nicht, was ich mit der Waffe hier halten soll. Jetzt sind wir hier wieder. Loot oben auf dem Schrank übersehen. Sehr geile Atmosphäre. Alter, das habt ihr gesehen, Chat? Nicht schlecht. Adleraugen-Twitch-Chat wieder am Start. Kopflose Zeiten. Ja, ich hatte keinen Heal mehr. Wie lange sind wir drin? Ich schau mal. 2 Stunden circa. 2 Stunden Darinus. Oh, ich kann nicht sprinten, wenn die mich damit treffen.
Okay, der Tube knallt ganz schön rein. Besser als die normalen Schüsse, würde ich behaupten. 2 Schuss pro Magazin. Und anscheinend kommen immer mal wieder Gegner auch in Gebieten, wo man schon war. Geile Harry Potter-Werbung gehabt, bin so hyped. Lebt der? Lebt der? Oder buggt der Chat? Buggt der? Der buggt, oder? Ist das ein verglitschter Gegner? Guck mal, der folgt uns. Immer wieder hier, Chat. Wie sollen wir denn da durchkommen durch die Türe? Und das ist eine Ehrenrunde gelaufen for free. Habt ihr eine Idee, Chat? Einmal noch mal im Kreis gelaufen. Ja, Stase. Sehr schlau, Bruder. Ich habe keine Stase. Meine Stase ist leer. Im großen Areal unten ist ein Stase-Ladegerät. Ey, als ob jetzt. Nochmal. Warum habt ihr nicht Bescheid gesagt, als ich unten war? Also wirklich, Chat. Mann. Da werden die Leute auf YouTube schreiben, ihr seid schuld, dass wir hier eine Ehrenrunde laufen. Oh, hier. Oh, hier waren wir noch gar nicht drin, ne? Nochmal angucken. Ja, Marco, hol dir doch Witcher. Witcher ist das beste Game, was du dir für einen Schnapper holen kannst. Beste Preis-Leistungs-Verhältnis jemals. Oh, aktivieren, abspielen. Ben, was in Gottes Namen ist da unten los? Genau das. Gottes Werk. Wie kannst du das sagen? Die Toten in der Kolonie. Die Paranoia, die Halluzinationen. Du wolltest die wissenschaftliche Analyse. Ursache und Wirkung. Es begann alles, nachdem sie den Marker aufgestellt hatten. Was machst du dir solche Sorgen? Der Marker ist göttlich. Das wissen wir. Hör zu,
Morgen ist er an Bord, dann kannst du ihn studieren. Beruhige dich. Beruhigen? Es sterben Menschen! Wie kann das die versprochene Transformation sein? Wir erleben den Neuanfang. Für Unitology, für die Menschheit. Pro Stunde circa eine Werbeunterbrechung. Oder wenn ich halt auf Toilette gehe. Alles verändert sich. Genau das beunruhigt mich. Aufnahme beenden. Versiegeln. Chat hat Hinweis gegeben. Hä? Mehr gibt's hier nicht? Als ob es hier ein geheimer Raum ist und da liegen 100 Credits und ein Magazin. Nee. Braucht man das für irgendwas hier? Besser als nichts. Naja. Moin, Eyeliner. Ist das irgendein Hinweis für irgendein Rätsel? Ganz schön geizig. Ein Magazin fürs Impulsgewehr. Impulsgewehr. Aber jetzt können wir endlich weiter. God bless. Gern hier finden. Das ist das hier gleich. Also, was soll denn das, Mann? Oh, ich bin doch hier eingesperrt. Warum tut das Spiel denn das? Alter, wie viel schlucken die denn? Manchmal. Hallo? Digga, das wird in ein Segment machen. Oh, nochmal hier. Beste Leben. Alter, das war schon fies. Du kommst in einen Raum, wo du dann eingesperrt bist wegen der Türe. Oder halt ein Gang. Und dann spawnen die dir direkt zwei Gegner vorne. Ah, zum Shop. Jetzt können wir den Plan da geben. Schema eingereicht. Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Stase-Pack. Für 2500 Credits. Ganz schön teuer. Na gut, dann kaufen wir uns mal ein Heal-Medi-Pack. Weil wir sind Brokerino. Stellt Stase wieder her. Füllt es die Stase komplett auf? Ja, okay, dann finde ich es ganz fair vom Preis. Komm, wir nehmen mal eins mit. Was soll der Geiz? Nochmal speichern. Oh. War der Raum vorhin schon offen? Nee, oder? Haben wir den übersehen? Warum ist der Raum denn jetzt offen? Ist ja gruselig. Sicherheitsfreigabe für den Spinn, Stufe 2. Speichern.
Raphael, du müsstest doch die VLC-Datei oder wie sie heißt, jederzeit benutzen können, oder? Nur die MP4-Datei kannst du doch nicht benutzen, oder? Außerdem schneidet es doch die Parts automatisch. Nach 2 Stunden, oder? Ja, immer nach 2 Stunden, Raphael. Ja, genau. Wir sind bei Aufnahme Dauer 2 Stunden 2. Deshalb vor ein paar Minuten hat es automatisch gecuttert. Dann schaller mal hoch, Part 1. Sicherheit. Nicht, dass er wieder aufsteht. Also die Lichtverhältnisse und so sind auch sehr geil in dem Spiel. Legt sich gut. Ja, ich bin auch ziemlich zufrieden. Kann ich das verschieben? Ah, tatsächlich. Also der Tube ist sehr stark. Die normalen Schüsse vom Impulsgewehr eher nicht so geil. Aber der Tube richtig nice. Ich freue mich immer richtig, wenn wir Knoten finden. Ein Knoti-Moti. Zack, ab an die Bank. Wir gucken mal beim Impulsgewehr rein. Kann man da den Tube verbessern? Da frage ich mich, wenn ich den Schaden upgrade vom Impulsgewehr, erhöht es dann auch den Schaden vom Tube? Fragen, die mich nachts wach halten. Stasezone, Stasedauer. Kinese Wurfschaden, Staseenergie. Ich würde sagen, Plasma-Cutter, der Match wieder. Bestimmt später alles voll dann hier, ne? Okay. Noch 2 Knoten, aber nochmal Damage.
Daniel. Eine Lampe, wenn es ruckelt, dann ist es bei dir. Drück mal F5 oder check mal ab, ob du Internetprobleme hast. Weil glaub mir, wenn es ruckeln würde, hätte schon öfters mal im Chat jemand was gesagt. War gerade bei allen? Okay. Ja, dann, na, Twitch. Dann Twitch, einen kleinen Schluck auf. Ich guck mal, Dropped Frames bei OBS habe ich nicht, also im Internet liegt's nicht, Chat. Dann liegt's wohl am Twitch-Server, ne? Die haben ja auch manchmal ihre Probleme, sagen wir mal so. Nett ausgerückt. Wertung würde ich jetzt noch nicht abgeben nach 2 Stunden Spielen, aber Spaßfaktor und Gruselfaktor extrem hoch. Macht Bock zu zocken. Hammergeil. Irgendwie funktioniert das mit dem Fuß nicht. Ach nee, linke Seite, okay. Ach, L3. Ja, 3. Geil. Das fühlt sich sehr geil an. Vielleicht ist das irgendwann mal bezahlbar, Chat. Dass man in den Schwebe, also in den Orbit kommt, wo man auch schon schweben kann. Da kriegt man irgend so einen Anzug und dann kann man auch wie Iron Man mal rumfliegen. Schwerelosigkeit deaktiviert. Das halt als Unterhaltungsangebot, sag ich jetzt mal. Ne? Hydrazin für die Barrikade gefunden. Ich gehe jetzt wieder zurück. Sei vorsichtig mit dem Hydrazin. Ich will niemanden mehr verlieren. Im Original hat ja der Hauptprotagonist nicht gesprochen. Wie hat denn das dann funktioniert, wenn du irgendwas gefunden hast? Hat er einfach gar nichts gesagt?
Schwerelosigkeit aktiviert. Ganz selten. Mega Bock. Was zur Hölle? Das ganze Schiff hat gewackelt. Ich sehe mir das an. Eintritt in Vakuum. Geil, einfach schwebelose Passagen. Hammer, 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 hammer geil. Also dafür, dass das Game ja wirklich das Original einige Jahre auf dem Buckel hat, würde ich schon sagen, war das für die damalige Zeit echt ein Überbanger. Ist ja heute noch. Ähnlich wie mit Mass Effect, ne? Die waren ihrer Zeit auch so heftig voraus, die Spiele. Und dann hat Respawn... Wie vom Gaming irgendwann leider auch die Seele verloren. Die Anthem rausgehauen. Was ist denn gegen diese Viecher die beste Strategie, Chat? Den Schweif abschießen, wenn möglich oder so? Alles okay? Ich habe ihn in einer beschädigten Rettungskapsel eingesperrt. Der knurrt wie... Das ist Wahnsinn! Schnell, Isaac! Schwerelosigkeit deaktiviert. Geil, immer kriegt man irgendwas. Hammer. Bockt. Bock, bock, bock. Hast du einen Podcast? Nope. Ich weiß nicht, ob euch ein Podcast von mir interessieren würde. Würde euch immer nur voll labern mit... Behandelt eure Mitmenschen gut. Kümmert euch um euch. Haltet euren Freundeskreis klein. Investiert. Deinstalliert Schmutz TikTok. Tut regelmäßig, aber nicht zu viel. Okay, der Stampfer ist schon sehr stark. Wenn man da einmal anfängt, auf die einzustampfen, können die sich gar nicht mehr wehren. Ja, ich brauche halt auch einen guten Podcast-Partner, ne, Chat? Alleine einen Podcast zu machen, ist schwer. Wenn ich mir da auch gut vorstellen könnte, wäre Haptic. Weil der hat auch immer... sehr interessante und sehr reife Ansichten. Ja, ihr sagt jetzt Mickey und Solution Chat. Fühle ich natürlich, aber habe ich mit den Jungs auch schon drüber gequatscht. Die Kombi wäre natürlich geil. Aber
Mickey und Solution, ne, ihr wisst ja, 10 Stunden Stream da, 30 Stunden Stream hier. Und bei einem Podcast hat man halt auch eine Verantwortung, dass man halt wirklich einmal die Woche einen Podcast bringt. Und da, die beiden Jungs sind immer noch sehr verpeilt, sehr schlecht erreichbar. Und ja, ich weiß nicht, ob da die konstante Podcast-Upload-Streak gewährleistet werden könnte. Ich wage zu behaupten, schwierig. Alle 3 Jahre eine Folge. Ja, genau das meine ich damit, ne? Das ist halt nicht gut. Die Leute wollen dann mindestens eine Folge pro Woche haben. Genau, dann endet es so wie bei Mario Kart. Da habt ihr recht, Alter. Da habt ihr recht. So, Schema eingereicht. Gegenstand ist jetzt zum Kauf verfügbar. Impulsprojektile. Sehr nice. Für 1250. Wir haben voll wenig Credits gefunden. Und auch nichts zum Verkaufen, oder? Sieht schlecht aus. Sind broken. Ach, hatte Haptic schon mal einen Podcast-Chat? Wenn ja, dann wusste ich es nicht. Ist geil, wie sich die Map immer ein bisschen verändert. Und mit wem? Mit wem hatte Haptic den Podcast-Chat? Habe ich nie was von mitbekommen. Schnell wieder aufgehört. Schade. Deckung gehen. Das ist ja die leichteste Übung. Ob es einen großen Unterschied zwischen Remake und Original gibt? Ja, schon. Also, nicht vom Gameplay her, aber auf jeden Fall sehr krass. Deutlich bessere Grafik. Würde ich dir empfehlen, das Video von der GameStar anzuschauen. Ich habe das auch gerne original nicht gespielt. Deshalb kann ich es dir nicht genau sagen. Also die, ja, also ihr habt schon recht gehabt, es wird schwieriger. Jetzt geizen die langsam ganz schön rum mit Heal. Bin die ganze Zeit halbes Leben und krieg kein Heal. Vorhin hatte ich noch Heal, um mich Full Life zu machen. Loote den Schrank in dem kleinen Raum. Ja, der ist doch verschlossen. Der ist verschlossen. Level 2 Schrank. Ansonsten liegt hier doch nichts mehr. In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Rig-Codes, damit wir den Computer nutzen können. Oh, Waffen-Upgrade? Oh, Plasma-Cutter-Upgrade. Achso, da haben wir die Möglichkeit, mehr Knoten einzusetzen. Benutzt mehr Stase. Level 1 erfordert. So ein Raum, hier passiert safe was. Man sieht es einfach daran, weil der Raum so groß ist. Wieder ein paar Credits. Hier kommen wir ja eh nicht dran, um das wegzuziehen. Hilfe!
Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Er hat einen Anfall. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Ach, wir sind in einer Nebenmission. Folge Nicoles Hologramm. Ein Podcast mit Reapers wäre nice. Reapers ist eine ultra korrekte Socke. Das wäre halt dann wirklich ein absoluter, vergeekter Hardcore-Zocker-Podcast dann, ne? Gaming-Talks aus der zugefrorenen Hölle wären das. Wir haben richtig dick Money fürs Impulsgewehr.